Der polare Winter hat die weite Taiga Sibiriens von November bis April in seinem eisigen Griff. Die Evenken sind ein Nomadenvolk, das seit Jahrhunderten in Jakutien lebt. Das Zusammenleben von Rentier und Mensch hat seit jeher den Alltag und die Kultur der Evenken bestimmt. Doch die moderne Zeit ist auch hier auf dem Vormarsch. Wie lange wird es die evenkische Kultur noch geben? Etwa 2000 Menschen wohnen in Jengra. Früher haben alle im Dorf von den Rentieren gelebt, aber die Gehälter der staatlichen Zuchtbetriebe sind so gering, dass viele Evenken aufgegeben haben und weggezogen sind. Jengra liegt in Jakutien, im Osten Russlands. Die Region erstreckt sich vom Polarmeer bis zur chinesischen Grenze. Das Siedlungsgebiet der evenkischen Nomaden reicht bis nach China. Das Häuschen der Familie Semjonow. Sie gehört zu den Letzten, die noch von der traditionellen Rentierzucht leben. Heute wollen sie mit den Kindern raus in die Taiga zu ihrer Herde. Oksana und Viktor sind Mitte 30. Ihre Kinder Arthur und Kostja kommen nur in den Schulferien mit hinaus in die Taiga. Der Schlitten ist das preiswerteste und beste Transportmittel für die Fahrt in die wilde Natur Sibiriens. Das Lager ist etwa 20 Kilometer vom Dorf entfernt. 2 bis 3 Stunden dauert die Fahrt. Oksana und Viktor sind beim Staat als Rentierzüchter angestellt. Abseits der Hauptverkehrswege gibt es keine Straßen. Für die Rentiere ist das kein Problem. Das Lager der Nomaden liegt geschützt in einem Wäldchen im Tal. Auch im tiefsten Winter schläft die Familie in einem Zelt. Es wird nur mit einem Kanonenofen beheizt. Oksana hat Feuer gemacht und schafft Ordnung. Kostja hat auf der Fahrt kalte Füße bekommen. Seine Stiefel sind kaputt. Mama, дырка зашит. Сейчас зашью. Was die Rentiere vor den Widrigkeiten der Natur schützt, dient auch den Menschen. Die Nomaden tragen schon seit Generationen Stiefel aus Rentierfell. Das Leder ist schnell geflickt. Obwohl mittlerweile viele Frauen in den Häusern im Dorf bleiben, Oksana hat ihren Mann stets in die Taiga begleitet. Die Verteilung der Geschlechterrollen bei den Evenken ist noch sehr traditionell. Der Platz der Frau ist im Zelt und am Herd. In der Regel lebt die Familie in der Taiga zusammen. Die Frau muss bei ihrem Mann sein. Es muss ihm jemand seine Kleidung, seine Handschuhe reparieren. Er ist viel unterwegs. Sie muss für ihn kochen. Er kann ja nicht in ein kaltes Zelt kommen. Die Frau muss immer für ihren Mann da sein. Der Mann, die Frau und die Kinder sollten, auch wenn sie als Nomaden leben, zusammenhalten. Doch auch der Mann hat Pflichten. Der Kühl- und Vorratsschrank ist gleich um die Ecke.
Von November bis weit in den April wird so schnell nichts schlecht. Die Temperaturen sind fast immer unter minus 30 Grad. Die Vorräte sind unter Häuten und in Taschen verpackt. Viktor muss manchmal ein wenig suchen, bis er das Richtige gefunden hat. Hier ist Butter, Kondensmilch und Öl. Hier verstauen wir Lebensmittel und andere Sachen. Löffel, Zucker oder sogar Köpfe von den wilden Rentieren liegen hier. Das haben wir hier oben, damit die Hunde oder Rentiere es nicht fressen. Im Sommer kommen hin und wieder sogar Bären. Das Wichtigste aber ist, dass die Hunde da nicht drankommen. Um den steif gefrorenen Fleischklotz für die Suppe zu portionieren, greift Viktor zur Motorsäge. Der Hund weiß, wo gesägt wird, gibt es leckere Späne. Den Tag über sollen die Rentiere im Gehege beim Lager verbringen, damit sie sich wieder an die Menschen gewöhnen. Die Hirten locken sie mit Salz und Mineralstoffen. Dem können die Rentiere nicht widerstehen, weil sie das in der Natur im Winter kaum finden können. Ein kapitaler Hirsch lahmt. Viktor fängt ihn mit dem Lasso, um ihn zu versorgen. Ein Huf ist vereist. Oft laufen die Tiere über Flüsse oder Seen, wo trotz der Kälte das Wasser nach oben drückt. Das Eis behindert das Tier beim Laufen. Selbst die zahmen Rentiere lassen sich nur ungern anfassen. Haustiere sind Haustiere, Wildtiere sind wild. Sie rennen alleine im Wald herum. Und diese hier sind unsere Rentiere. Die laufen höchstens ein paar Kilometer vom Lager weg. Dann geht man zu ihnen und treibt sie zurück. Ohne Rentiere könnten wir nicht überleben. Sie liefern uns zu essen, sie sind unser Transportmittel. Ohne Rentiere wären wir verloren. Reitstunde mit Rentier. Diese hier haben das erste Mal einen Menschen auf dem Rücken. Viktor zeigt gleich mal, wer Herr im Hause und in der Taiga ist. Arthur ist weniger erfolgreich. Das Rentierfleisch muss einige Stunden kochen, damit es nicht mehr ganz so zäh ist. Während die Männer draußen ihren Spaß haben, bereitet Oksana eine Borscht zum Abendessen zu. Den frischen Kohl hat sie aus dem Dorf mitgebracht. Das ist keine evenkische Borscht, sondern eine ganz normale, nach Taiga-Art. Wir kochen eine Borscht, wenn wir gerade aus dem Dorf gekommen und die Lebensmittel frisch sind. Die wird sofort aufgegessen.
Auch die Kinder müssen helfen. Kostja fährt mit dem Schlitten zu einem See in der Nähe, um Wasser zu holen. Den Schnee kann man nicht trinken, aber es reicht, ein kleines Loch zu hacken. Dann kommt das Wasser von selbst nach oben. Bis die Milchkanne randvoll ist, dauert es eine Weile. Das Wasser reicht für ein paar Tage. Am Abend entlässt Viktor die Rentiere wieder in die Freiheit, damit sie über Nacht nach Futter suchen können. Mit ihren Hufen scharren die Tiere den Schnee weg, damit sie an Moose und Flechten herankommen. Abendessen. Die Borsch ist fertig. Wenn ich nichts gejagt habe und wir kein Fleisch mehr haben, dann schlachten wir eins unserer Rentiere. Ohne Fleisch kann man nicht überleben. Es würde etwas fehlen. Wenn wir kein Fleisch essen, dann sind wir hungrig. Wir müssen mehr Brot essen und dann verbrauchen wir zu schnell unser Mehl. Wenn wir kein Fleisch gegessen haben, dann sind wir nach 15 Minuten wieder hungrig. Fleisch ist Fleisch. Nachts wird es noch kälter in der Taiga. Im tiefsten Winter sinken die Temperaturen bis auf 55 Grad minus. Nächster Morgen. Zeit aufzustehen. Der Ofen wärmt das Zelt schnell auf. Ein Badezimmer gibt es nicht. Um Wasser zu sparen, muss Katzenwäsche reichen. Wollen Viktor und Kostja sich auf die Suche nach dem Rest der Herde machen. Sie nehmen ihre Sättel mit, um später zurückreiten und die Tiere treiben zu können. Zunächst aber werden sie einige Kilometer laufen müssen.
Der Weg durch den tief verschneiten Wald ist für den kleinen Kostja anstrengend. Endlich haben sie die Herde gefunden. Der Weg zurück auf dem Rücken der Tiere ist leichter. Aber Kostja kommt nicht alleine auf das hohe Rentier. Nun müssen sie die Herde nur noch zum Lager zurücktreiben. Im Dorf Jengra. Auf dem Festplatz am Fluss laufen die Vorbereitungen für den Tag des Rentierzüchters auf Hochtouren. Am Winterende gibt es dieses große Fest, zu dem die Iwenken aus der ganzen Region nach Jengra kommen. Hier treffen sie sich, messen ihre Kräfte und feiern. Im Dorfkulturhaus proben an diesem Nachmittag einige Jugendliche traditionelle Tänze für das Fest. Делаем раз, два, три, четыре. Раз, два. Прыгаем выше и руки плавнее. Давайте. Die Ballettlehrerin Olga Duvan übt mit ihren Schülern alte evenkische Tänze ein. Den ganzen Winter sind sie immer wieder zusammengekommen, um sich auf das große Frühjahrsfest vorzubereiten. Auch wenn die meisten Kinder kein Evenkisch mehr sprechen, Tradition und Kultur sind im Alltag und bei den Feiern noch fest verankert. Das wichtigste Symbol der Evenken ist das Rentier. Daher tanzen wir den Tanz mit Rentieren. Besonders wenn kleine Kinder tanzen, zeigen sie sehr schön, wie junge Rentiere sich bewegen. Der Reigen mit Füchsen zeigt die Naturverbundenheit und die Liebe zu den Tieren. Der eintönig gutturale Obertongesang ist dem Jodeln verwandt und typisch für die Nomadenstämme des Nordens. Und immer geht es, wie auch bei diesem Lied, um die Rentiere und die magischen Kräfte der Natur. Zurück in der Taiga. Oksana und Viktor haben im Wald Lärchenzweige geschnitten und mit dem Schlitten ins Lager geholt. Alle paar Wochen erneuern sie den Fußbodenbelag. Die Zweige auf dem Boden sind in vielerlei Hinsicht praktisch. Sie isolieren gegen den Permafrostboden, riechen gut und den Dreck muss man auch nicht kehren.
Jetzt kann man hier barfuß laufen. Es ist warm und weich. Es klebt nicht an den Füßen und es wird warm sein in der Nacht zum Schlafen. Viktor betätigt den Generator für das Funkgerät. Die Technik stammt noch aus Sowjetzeiten. Einmal am Tag muss Viktor Meldung machen, damit die Leitung im Dorf weiß, dass alles in Ordnung ist. Gefahren gibt es in der Taiga genug. Man kann auf einen Bären treffen. Man kann bei der Jagd von einer Kugel getroffen werden. Letztes Jahr hat ein Bär zwei Rentierzüchter getötet. Ich bin dann zu denen gefahren und wir haben den Hubschrauber gerufen. Ihr Brot bäckt Oksana selbst. Es ist viel Arbeit, alle Mäuler zu stopfen. Im Sommer, in den großen Ferien, sind die Kinder für 3 Monate in der Taiga. Für Oksana die schönste Zeit. Doch sie weiß längst, sie und ihr Mann werden die Letzten sein, die hier draußen leben. Erstmal muss man die jungen Leute dafür interessieren. Für diesen geringen Lohn geht niemand mehr in die Taiga. Bekämen wir ein menschenwürdiges Gehalt, würden die jungen Leute vielleicht in die Taiga kommen. Es würde für uns einfacher sein, den Bestand an Tieren zu erhalten. Es ist aber genau umgekehrt. Die Menschen laufen weg. Bevor sie zurück ins Dorf fahren, repariert Viktor den Schlitten. Eine Strebe ist gebrochen und muss ausgetauscht werden. Für Viktor eine einfache Übung. Bei ihm sitzt jeder Handgriff. Sohn Arthur soll ihm helfen und dabei ein bisschen die traditionelle Handwerkskunst erlernen. Als Viktor so alt wie sein Sohn war, ist er zu seinem Vater und seinen Brüdern in die Taiga gegangen. Wir haben früh mit dieser Arbeit angefangen. Nach der Schule, nach der 8. Klasse. Wir siedelten uns in der Taiga an, haben den Erwachsenen zugeschaut und alles nachgemacht. Ich glaube, meine Kinder werden nicht in der Taiga arbeiten. Alle jungen Leute sind so. Sie kommen nicht in die Taiga. Sie lieben sie aus irgendeinem Grund nicht so, wie wir sie geliebt haben. Ich denke, sie werden in einer Stadt oder in einem Dorf leben. Um die Strebe in Form zu bringen, muss Viktor sie über dem Ofen erwärmen. Erst dann lässt sich das Holz bearbeiten. Ihre Schlitten bauen sie im Herbst, wenn das Holz saftig und biegsam ist. Aber für eine kleine Reparatur geht es auch so. Etwas anderes als den Alltag in der Taiga, wo die Nomaden alles mit ihren Händen selber machen, können sich die beiden Evenken kaum vorstellen. Es würde für uns sehr schwierig sein, in einem Dorf zu leben. Wir sind unser Leben in der Taiga gewöhnt. Nur im Dorf haben wir Chefs. Hier sind wir unsere eigenen Herren. Zeit, Abschied von der Taiga zu nehmen. Die Semjonows wollen rechtzeitig zum großen Fest ins Dorf. Denn dann kommen viele Freunde und Bekannte von weit her. Für die Familien ist dies einer der Höhepunkte des Jahres. Der Weg führt am Schamanenberg vorbei. Ein heiliger Ort für die Evenken.
Sie glauben, dass hier die Geister ihrer Vorfahren wohnen, die sie mit einem Bändchen und einer Gabe milde stimmen wollen. Auf dem Schamanenberg führen wir immer diesen Brauch durch. Bevor die Männer zur Jagd gehen, bringen wir zum Beispiel ein Feueropfer. Es soll dem Jäger Glück bringen, damit er seine Familie ernähren kann. Wir halten uns unbedingt an die alten Bräuche. Und auch dem Eismann am Wegesrand wird ein Opfer gebracht. Nächster Morgen. Viktor heizt das Häuschen im Dorf ein. Es ist früh und die Kinder müssen wieder in die Schule. Mathematika, Russki, Chtenie, Evinkiski, Physra. Es ist noch dunkel, als die beiden los müssen. Ihr Weg führt Kostja und Arthur einmal quer durchs Dorf. Wenn ihre Eltern für Wochen draußen in der Taiga bei den Rentieren sind, dann schlafen die beiden im Internat. In der Schule ist der Unterricht eher traditionell frontal. Der Lehrer erzählt, die Schüler hören zu. Doch in Kostjas Klasse gibt es an diesem Morgen eine willkommene Abwechslung. Sie besprechen ein Gedicht über den Winter und Kostja darf nach vorne und vortragen. Alle machen mit. Das Lied erzählt von der Karottennase des Schneemanns. Sie ist ganz weiß vor lauter Winter geworden. Denn die Sonne wärmt die Erde nur schwach und alles Wasser wird zu Eis. Nachts knackt und knistert dann der Frost. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die evenkische Sprache ausstirbt. Aber ich glaube, dass zumindest die Kultur, unsere Lieder und Tänze bestehen bleiben. Es gibt viele Menschen, die sich für Folklore begeistern. Es gibt Wissenschaftler, die sich mit den Sprachen unserer Völker beschäftigen. Unsere Sprache ist sicher vom Aussterben bedroht. Aber ich denke, unsere Kultur hat eine Chance zu überleben. Im Dorf geht das Leben seinen gewohnten Gang. Ein Blick auf das Thermometer, bevor Oksana Holz holen geht. Nur minus 30 Grad, da muss sie sich nicht warm anziehen. In ihrem Haus im Dorf sind die Semjonos selten. Die meiste Zeit verbringen sie in der Taiga bei den Rentieren. Oksana ist Russin. Sie kam als Waisenkind nach Jengra und hat ihre Jugend im Internat verbracht. Hier hat sie ihre Liebe zu den Rentieren und der Taiga entdeckt. Mit 18 hat sie Viktor geheiratet und seitdem begleitet sie ihn bei seiner Arbeit. Ich bin am liebsten in der Taiga. Die Luft ist frischer.
Ich liebe die Stille. Und wenn unsere Rentiere in der Nähe sind, wenn alles bei der Hand ist, wenn unsere Kinder mit uns in der Taiga sind, dann sind wir unter uns. Ich mag es nicht, wenn so viele Menschen da sind. Der geliebte Alltag in der Taiga hat seinen Preis. Oksana und Viktor müssen ihre Kinder im Dorf im Internat lassen. Viktor macht sich noch einmal auf den Weg in die Natur. Im Dorf hat er einen alten Motorschlitten. Der Buran verrichtet schon seit Sowjetzeiten seinen Dienst und bringt ihn an diesem Morgen ein paar Kilometer außerhalb der Stadt zu den Rentieren. Seine Kollegen sind mal wieder bei einer ihrer Hauptbeschäftigungen, den altersschwachen Buran reparieren. Они каких 90-х годов, вот эти буран. Вот и ломаются. Mit der alten Sowjettechnik kennt sich noch jeder aus. Alle können einen Buran im Schlaf reparieren. Den Rentieren geht es im Winter am besten. Mit ihrem dichten Fell sind sie perfekt auf die extremen Temperaturen eingestellt. Die Kälte ist gut, uns stört sie auch nicht. Es ist nicht wie im Sommer, da regnet es nur und man sitzt ständig im Nassen. Es ist besser, wenn Winter ist und Schnee fällt anstatt des Regens. Wir lieben den Winter mehr als den Sommer. Viktor hat die Rentiere, mit denen sie auf dem Fest der Rentierzüchter antreten, über Nacht in der Taiga gelassen, damit sie fressen können. Nun will er sie zurück ins Dorf holen. Alle sind schon gespannt auf die Wettkämpfe und haben ihre besten Tiere mitgebracht. Viktor sattelt ein Rentier. Er will in den Wald reiten, um sich auf die Suche nach der übrigen Herde zu machen. Solange es Winter ist, spielen die Kinder auf dem Flur der Schule und nicht auf dem Hof. Draußen wäre es zu kalt. Mittagszeit. Kostja und seine Freunde essen wie die meisten Kinder in der Schulkantine. Kostja verbringt viel Zeit in der Schule. Wenn seine Eltern in der Taiga arbeiten, ist er Tag und Nacht im Internat. Auch seine Mutter hat ihre Jugend hier verbracht. Kostja hat viele Freunde in der Schule. Wenn er im Sommer in der Taiga ist, vermisst er sie. In der Schule habe ich Sehnsucht nach Mama und Papa. Das Internat mag ich nicht, die Schule aber schon. Es gibt über 200 Schüler und 30 Plätze für Kinder von Rentierzüchtern im Internat. Es ist fast noch ein bisschen wie in den alten Sowjetzeiten. 60 Angestellte hat die Schule, doch sie alle verdienen so wenig, dass sie von ihrem Lohn kaum leben können. Das Internat trägt mit dazu bei, die staatliche Rentierzucht am Leben zu erhalten. Ohne sie würde die traditionelle evenkische Kultur schnell verschwinden. Auch das gehört zum Schulprogramm. Jugendliche proben traditionelle evenkische Tänze.
Doch wie stark ist eine Kultur, wenn sie am Ende nur als Folklore überlebt? In Jengra hat die Tradition länger überlebt als anderswo. Noch ist das Leben mit den Rentieren fest im Alltag der Menschen verwurzelt. Die Globalisierung kommt hier gerade erst an. Wie lebendig die evenkische Kultur ist, zeigt das Fest der Rentierzüchter. Evenken aus der ganzen Region sind zum Teil von weit her gekommen. Das Fest gibt es seit Jahrzehnten. Die Evenken bringen ihre besten Rentiere mit, messen ihre Kräfte und erzählen sich, was im vergangenen Jahr passiert ist. Der offizielle Auftakt ist eher formell. Oksana und Viktor haben für eine Zeremonie auf der Bühne die traditionelle Fellkleidung der Nomaden angezogen. Die Rentiere sind mit dabei. Олени придают смысл существования человека в тайге. Сули большой приплод! Auf der Bühne wird ein Feueropfer gebracht und die rituellen Trommeltänze der Rentiere aufgeführt. Auf der Modenschau der Kinder werden neue, aufwendig gemachte Pelze gezeigt. Dafür werden gute Preise gezahlt. Viele Familien verdienen sich mit den Pelzen noch etwas dazu. Doch die meisten sind gekommen, um mit ihresgleichen zu konkurrieren. Geschicklichkeitsspiele wie Lassowerfen sind dabei nur das Beiprogramm. Im Mittelpunkt stehen die zahllosen Rentierrennen. Jeder will zeigen, dass er die besten Tiere und das größte Geschick hat. Groß auf die Rennen vorbereiten müssen sich die Evenken nicht. Sie wissen aus dem Alltag, welche Tiere am zugkräftigsten und zuverlässigsten sind. Unsere Tiere hören besonders gut. Sie sind sehr schnell und kennen schon die Strecke. Denn das ist für sie nicht das erste Mal. Man braucht sie nur an den Start zu führen, dann wissen sie schon, dass sie rennen müssen. Man muss sie nicht groß antreiben. Natürlich gewinnen wir nicht immer. Aber meistens gelingt es uns. Oksanas Vitrine ist voller Medaillen und die meisten sind aus Gold. So ist sie auch dieses Jahr die große Favoritin. Ist es für Oksana knapp geworden. Mama, du bist zweite. Du bist zweite.
На финише обогнали. Лизина, Аннушка первая. Анна Лизина ist eine alte Konkurrentin. Оксана ist stinksauer. Sie hat einfach Pech gehabt. Собаки бьют по мишеням. Ну, стоят здесь на спуске, она восстановилась. Это, блядь, моя спасательная. Что я тут, моя спасательная? Я перевернулась. На повороте? Ну. Ты говорил, перевернулась? Да, хорошо будет. А я устанчик, переживает мальчик. Nur Silber für Oksana. Auch eine Goldmedaille im Schießen kann sie nicht trösten. Nach den Erwachsenen sind die Kinder an der Reihe. Ein Knuff für Arthur. Er soll zeigen, was er kann. Es scheint, als wolle die nächste Generation der Evenken beweisen, dass sie sich schon von der Welt der Tiger verabschiedet hat. Oksana weiß, dass man tägliche Praxis braucht. Um Rennen zu fahren, musst du eben enorm viel Geschick und Erfahrung haben. Man muss gut auf dem Schlitten sitzen können. Sonst passiert es, dass man runterfällt. Und dann muss man sich beeilen, wieder raufzukommen und aufzuholen. Das Fest der Rentierzüchter geht zu Ende. Auch wenn im sibirischen Osten des russischen Riesenreiches die Zeit stehen geblieben scheint, für das Volk der Evenken läuft die Uhr ab. Mit dem Verschwinden der nomadischen Kultur drohen auch die Sprache und die Tradition unterzugehen. Spätestens dann wären die Evenken ein Volk, das nicht nur vergessen, sondern verschwunden ist.